und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Bald ist Ostern und wir zeichnen heute gemeinsam einen kleinen Osterhasen. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf vom Osterhasen ist rund. Er hat zwei lange Ohren. Augen, Nase, Mund. Der Osterhase hat einen Bauch, zwei schnelle Hinterbeine hat er auch. In seinen Hasenpfoten hat er für dich ein Osternest. Das schenkt er dir zum Osterfest. Hast du dir eigentlich schon einmal die Frage gestellt, warum wir die Eier an Ostern bunt färben? Dieser Brauch hat damit zu tun, dass die Menschen damals während der 40-tägigen Fastenzeit kein Fleisch und keine Eier essen durften. Da die Hühner aber trotzdem wie gewohnt ihre Eier legten, haben die Menschen diese Eier gekocht, damit sie nicht schlecht wurden. Um die gekochten Eier von den frischen Eiern der Hühner unterscheiden zu können, haben sie diese gefärbt. Damals wurden sie rot gefärbt. Die Farbe Rot steht für das Blut Jesus Christus, das als Zeichen des Lebens gelten soll. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zeichnen von deinem Osterhasen. Schick mir gerne deine Zeichnung von deinem Osterhasen. Ich freue mich sehr darüber. Frohe Ostern und mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.